Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wieder ein kurzes Video zu dieser Silikonform. Ich würde sagen, ein eher großer Kristall oder Obelisk oder wie immer ihr es benutzen möchtet und bietet natürlich wieder viele, viele Möglichkeiten. Sei es vom Eingießen von Blumen zum Beispiel oder ähnlichem. Dafür habe ich mich jetzt nicht entschieden. Ich möchte etwas anderes versuchen, denn eigentlich soll diese Form die Grundlage für ein anderes Projekt werden, wo ich denke, das ganz gut gebrauchen zu können. Das kommt aber hoffentlich später auf dem Kanal, wenn es funktioniert hat. Prinzipiell eine Silikonform wie viele andere, die ihr schon auf dem Kanal gesehen habt, und die Funktionsweise ist auch eher gleich. Im ersten Schritt dachte ich mir, rühre ich mir etwas Resin an und gebe Plattmetall mit dazu, also in dem Falle Silber, verrühre das Ganze und mache die erste Ebene mit diesem Look. Idealer bläschenfrei, das ist mir hier leider nicht gelungen, aber das wäre jetzt das Ziel gewesen, macht aber auch nichts für das Projekt, was ich vorhabe. Dazu einfach euer Resin anmischen, etwas von dem Plattmetall mit rein und dann in eure Form geben. Wichtig auf jeden Fall, da passt relativ viel Resin rein, das heißt, ihr solltet jetzt nicht die komplette Menge an Resin anmischen und die Form in einem Rutsch füllen. Das wird euch dann zu heiß und kann dann Risse geben, das Resin kann sich verformen, kann mit der Form verschmelzen, wenn es zu viel wird. Habe ich euch ja in vielen anderen Videos bereits gesagt, dass ihr mit der Menge an Resin auf den doch relativ kleinen Raum vorsichtig sein müsst. In diesem Fall hier also erstmal eine kleinere Menge für die erste Schicht, einfüllen, aushärten lassen und dann geht es an die nächste Schicht. Dafür dachte ich mir, mache ich mir einige Glassteinchen und gebe da für den, nennen wir es mal geisterhaften Look, etwas weiße Alkoholink da drauf. Das habe ich auch schon in verschiedenen anderen Videos gemacht und ich mag den Effekt eigentlich ziemlich gern, weil klare Glassteinchen mit Resin zu bedecken fällt tatsächlich so gut wie gar nicht mehr auf in der Form dann. Macht man aber etwas Alkoholink, Farbe eurer Wahl, darüber, dann hat es so einen geisterhaften Effekt, als ob die Farbe im Raum schweben würde und man erkennt dann auch leicht die Glassteinchen. Dazu, wie gesagt, die Steinchen mit Alkoholink bedecken, etwas verteilen. Am besten auch nicht komplett ringsrum, sondern so ein paar Lücken sollten frei sein für den Effekt und dann entweder von der Luft trocknen lassen oder ich nehme hier einen Heißluftföhn, um das Ganze zu beschleunigen. So, das damit einfüllen, wieder mit Resin bedecken als zweite Schicht und auch wieder aushärten lassen. Ich habe jetzt hier in der dritten und letzten Schicht Resin noch etwas Alkoholinks oben drauf gegeben. Wollte damit erreichen, dass die Tinte etwas nach unten sinkt, wenn das Resin aushärtet und so verschiedene, wie Schlieren, auch wieder geisterhafte Effekte innerhalb des Resins kreiert und dann, vielleicht einen coolen Look und Übergang zu den Steinchen schafft. Damit die Farbe animiert wird, etwas mehr nach unten zu laufen, also quasi in das Resin reingedrückt wird, habe ich dann mit dem Restresin, was ich noch im Becher hatte und dem Rührstäbchen oder hier in dem Fall ein Löffel, was ich hatte, von etwas höherer Entfernung das Ganze reintropfen lassen und hoffe dann damit, dass die Farbe etwas nach unten gedrückt wird und sich so ein wenig mehr im Resin verteilt. So, spannender Moment, packen wir das Ganze mal aus. Auch wenn es eine sehr große Gießform ist, bekommt man den Kristall dann wirklich gut wieder raus. Sollte es mal nicht so einfach gehen oder festhängen, könnt ihr etwas Seifenwasser mit in die Form reingeben, nachdem es ausgehärtet ist. Dann wird das Ganze etwas flutschiger und ihr bekommt das dann leichter wieder raus. Ja, und so ist es dann geworden. Die erste Schicht oben, wie gesagt, hat kleine Bläschen drin, stört jetzt aber in dem Falle auch nicht. Danach kommen die geisterhaften Steine mit dem Effekt von den Alkoholinks. Danach noch ein paar klare Glassteinchen mit dem restlichen Resin, wo die grünen Alkoholinks reingelaufen sind. Im Großen und Ganzen finde ich es sehr gut geworden, gefällt mir sehr gut. Und das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, wäre wie gesagt die Bläschen. Aber da ich zu dem Zeitpunkt noch keine Vakuumkammer hatte, ging es in dem Fall auch nicht anders zu machen. Ganz am Ende seht ihr es jetzt nochmal mit Licht darunter. Fällt auf der Kamera natürlich nicht ganz so sehr auf, weil das Licht immer sehr überstrahlt und die Konturen dann nicht so schön darstellen kann. Sieht im echten Leben aber wirklich hübsch und dekorativ aus. So, so viel sollte es für dieses Video auch schon gewesen sein. Etwas kürzer und knapper gefasst. Wenn ihr Fragen haben solltet, natürlich schreibt sie gerne in die Kommentare, kontaktiert uns auf Instagram und wir helfen euch dann natürlich immer gern weiter. Ansonsten gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen.
Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Kreieren und bis bald.